Liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zum heutigen Webinar aus unserer Serie Wissen hoch 2. Mein Name ist Jutta Bleuel und ich werde dieses Webinar für Sie moderieren. Heute befassen wir uns mit dem Thema Scrum zwischen Mythos und Wirklichkeit. Serveview möchte Ihnen die Möglichkeit geben, sich kurz und kompakt über aktuelle Entwicklungen und Themen in den Bereichen Governance, Service Management und Projektmanagement zu informieren. Der Vortrag wird etwa 45 bis 55 Minuten dauern. Sie haben die Möglichkeit, in der Chat-Funktion Fragen zu stellen. Ihre Fragen gelangen nur zum Moderator, sprich zu mir. Fragen zur Technik werden direkt beantwortet. Wenn uns am Ende des Vortrags die Zeit reicht, werden wir auf die eine oder andere Frage direkt eingehen. Falls die Zeit nicht reichen sollte, werden wir Ihre Fragen gerne schriftlich beantworten, sofern Sie uns diese per E-Mail an info@serveview.de schicken. Ihr heutiger Dozent für dieses Thema ist Roxanne Mosen. Sie ist ausgewiesene Spezialistin und erfahrene Beraterin und Trainerin in diesem Fachgebiet. Somit übergebe ich an meine Kollegin und wünsche Ihnen eine sehr informative Stunde. Einen wunderschönen guten Mittag, kann man fast schon sagen. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung, Jutta. Wie gesagt, mein Name ist Roxanne. Sie haben hier einen kleinen Input zu meiner Person. Ich bin seit Anfang 2017, seit Mai, um genau zu sein, Trainerin und Consultant bei der Firma Serveview, habe zuvor IT-Projektmanagement in einem, ich sage mal, großen magentafarbenen Telekommunikationskonzern gemacht. bin aber eigentlich da ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, denn eigentlich komme ich aus der Erwachsenenbildung, aus der Sprechwissenschaft, und bei Serveview bringe ich jetzt meine praktischen Erfahrungen in direkte Verbindung mit meiner Leidenschaft, könnte man sagen, mit dem, was ich mal gelernt habe, nämlich der Fortbildung, der Weiterbildung, der Erwachsenenbildung. Ich bin da sowohl im Bereich Prinz wie auch im Bereich Scrum und in der sinnvollen Zusammenführung dieser beiden, nämlich im Bereich Prinz to Agile unterwegs. Prinz to Agile ist auch mein Steckenpferd. Da bin ich auch Lead-Trainerin bei Serveview. Ja, ich bin es nicht gewohnt, keine Gesichter vor mir zu haben, bin es auch nicht gewohnt, dass Menschen mir nicht direkt Input liefern können. Ich bitte Sie aber trotzdem, sollte sich zwischendurch irgendetwas ergeben, etwas unklar sein, Sie Fragen haben, dann, wie die Kollegin das eben auch schon ausgeführt hat, einfach diese Frage gerne schicken, gerne auch per E-Mail dann im Nachgang schicken, sollten wir tatsächlich nicht mehr dazu kommen, diese Fragen zu beantworten. So, Sie sind aber eigentlich alle nicht hier, weil Sie etwas über mich hören möchten, sondern Sie sind hier, weil Sie etwas zum Thema Scrum hören möchten. Der Vortrag hat den Titel Scrum zwischen Mythos und Wirklichkeit. Scrum in Verbindung mit ganz vielen anderen agilen Methoden ist aktuell in aller Munde. Man hört es überall, ganz, ganz viele Organisationen, ganz, ganz viele Unternehmen möchten agil werden, möchten Scrum verwenden. Das scheint im Moment so ein bisschen die Lösung für alles zu sein. Ich bin insofern mit diesem Gedankengang einverstanden, als dass wir aus der agilen Welt, aus dem agilen Denken für ganz, 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 ganz viele Bereiche, in denen wir arbeiten, in denen wir vielleicht auch aktuell Schwierigkeiten haben, ganz, ganz wichtige Denkanstöße übernehmen können. Aber dennoch wird Agilität und Scrum insbesondere aktuell häufig missverstanden. Was wir jetzt in den nächsten 30, 35, 45 Minuten machen möchten, ist, wir schauen mal drauf, was ist Scrum denn eigentlich? Wir können das sicherlich nicht in der Gänze betrachten. Deswegen habe ich für Sie Grundlagenanregungen sagen, mitgebracht. Und wir reden ein bisschen darüber, was Agilität nicht ist, was Agilität ist, wie Scrum eigentlich aussieht, wo da die wichtigsten Kernprozesse und Kernfunktionen sind.
Und ich hoffe, dass wir am Ende dieser Stunde, dass Sie, wenn Sie um 12 hier rausgehen, zumindest ein etwas besseres, etwas genaueres Bild davon haben, ob und wie Sie Scrum in Zukunft vielleicht tatsächlich für sich nutzbar machen können. Und vor allen Dingen auch einfach ein etwas klarer, abgestecktes Bild davon haben, was agil arbeiten bedeutet und was agil sein eigentlich bedeutet. Ja, ich habe hier ein kleines Bild für Sie mitgebracht, wie Sie sehen. Der Weg zu einer agil arbeitenden Organisation oder zu einer Organisation, die in ihren Prozessen und Produktentwicklungen agil oder mit Scrum arbeiten kann, ist, wie Sie hier auf der linken Seite an den Schildern auch sehen, ein schwieriger, ein steiler Weg. Die Lernkurve kann dabei extrem steil sein. Sie können extrem viele Vorteile daraus mitnehmen. Ist aber auch ein bisschen bumpy. Ist nicht ganz einfach und es gibt durchaus Potenzial auszurutschen. Es gibt durchaus Potenzial, in die falsche Richtung auch zu laufen. Wo wir heute hinwollen, ist in Richtung Wirklichkeit, nämlich wo Scrum hilfreich sein kann und wie Sie davon profitieren können. Dazu gucken wir mal mit einem kleinen Blick auf unsere Agenda für heute. Wir fangen an mit ein paar Grundlagen. Was bedeutet eigentlich agil sein? Wie sieht das Mindset eigentlich aus? Dann sprechen wir über einen Kernaspekt, einen Kernwert in der Scrum-Methodologie. Wir sprechen über die Kernrolle in den Scrum-Rollen. Und wir sprechen auch zum Schluss noch über das Kernartefakt in dem Scrum-Framework. Wie gesagt, wir schaffen es hier leider nicht, einen kompletten Überblick zu geben. Aber dennoch glaube ich, dass wir hier die wichtigsten Aspekte auf jeden Fall sehr, sehr gut beleuchten können. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Grundlagen. Und zwar, da geht es um den ersten Aspekt, den ich Ihnen heute näher bringen möchte. Und das ist eine offene Fehlerkultur. Ich sehe das auch in der Beratungstätigkeit und in meinen Trainings in ganz, ganz vielen Organisationen, dass zwar agil gearbeitet werden möchte, aber viele Mitarbeiter immer noch Angst haben, Fehler zu machen. Ich möchte meine Erfahrungen nicht offen preisgeben, weil ich habe Angst, dass mein Chef dann irgendwie sauer auf mich ist oder mir eine schlechte Bewertung gibt. Ich möchte meine Fehler nicht offen darlegen, weil ich mich vor meinen Kollegen nicht bloßstellen möchte. Ich möchte Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht offen darlegen, weil ich dann vielleicht keine Wissenshoheit mehr habe, nicht mehr so wichtig bin, nicht mehr unersetzbar bin. Und da ist eigentlich direkt der erste Aspekt, an dem wir ansetzen müssen, wenn wir agil arbeiten möchten. Denn eine agile Kultur funktioniert nur dann, wenn wir aus Erfahrungen lernen können, aus Erfahrungen lernen dürfen. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wie man ja die verschiedene Art und Weise oder Arten und Weisen, wie man an so eine Produktentwicklung, an dieses ganze Thema, wir bringen etwas Neues auf den Markt, wir bringen etwas Neues in die Organisation rangehen kann, dann ist die agile Sichtweise eine von zweien im Grunde genommen, die wir im Moment sehen. Und zwar sieht die agile Sichtweise vor, wir probieren ganz viel aus. Wir gehen einfach mal in die verschiedensten Richtungen. Wir denken mal in die verschiedensten Richtungen. Und bei der einen oder anderen Richtung wird es knallen. Bei der einen oder anderen Richtung werden wir feststellen, das ist eine Sackgasse, da geht es nicht weiter. So können wir nicht weitermachen. Und auf einem anderen Weg stellen wir vielleicht fest, ja, das sieht gut aus. Das ist eigentlich genau die Richtung, in die wir gehen müssen. Und auf Basis dieser Erfahrungen, die wir da machen, können wir Entscheidungen treffen. Und das funktioniert natürlich nur in Organisationen, in denen diese Erfahrungen gemacht werden dürfen. Denn wie wir es bisher gemacht haben oder was wir bisher immer ganz oft gesehen haben, ist, es wird erstmal ganz viel gerechnet, ganz viel nachgedacht, ganz viel analysiert. Das kann sich über Jahre hinziehen. Und wir schreiben einen Plan, einen sehr ausführlichen, detaillierten Plan und treffen auf Basis dieser Überlegung, dieser Berechnung, dieser Planung eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, die funktioniert dann entweder oder sie funktioniert eben nicht. Aber wir haben ein sehr, sehr großes Potenzial dafür, dass es trotzdem natürlich immer noch wieder knallen kann. Genauso wie es in der anderen Richtung eben vorher auch schon geknallt hat. Das Unschöne an der rechten Variante ist, dass wir da vorher richtig viel Arbeit reingesteckt haben. Wir haben
die besten Köpfe daran gesetzt. Wir haben richtig viel nachgedacht. Wir haben Berechnungen angestellt. Wir hatten vielleicht Business Analysts noch und nöcher da dran sitzen. Nur, um dann am Ende dieses langen Prozesses festzustellen, falsche Richtung. Funktioniert nicht. Und im Zweifelsfall müssen wir wieder von vorne anfangen. Der Charme der agilen Herangehensweise ist also, wir schaffen es mit sehr, sehr viel weniger Aufwand, mit weniger Planung, weniger Berechnung, weniger Analysen an einen Punkt zu kommen, wo wir auf Basis echter Erfahrungen, auf Basis von Fehlern, die wir gemacht haben und Dingen, die gut gelaufen sind, eine Entscheidung zu treffen. Und haben somit natürlich eine sehr, sehr viel größere Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung, die wir treffen, auch am Ende tatsächlich die ist, die uns weiterbringt. An dieser Stelle muss man jetzt wissen, dass Scrum und das agile Arbeiten allgemein in der Öffentlichkeit und im Unternehmenskontext aktuell häufig falsch verstanden wird. Insofern, als dass man gerne mal sagt, wir managen unser Projekt agil und wir arbeiten mit Scrum. Scrum ist keine Projektmanagement-Methode. Scrum nennt sich selbst ein Framework zur Produktentwicklung und Produktweiterentwicklung. Ist, ja, 80er, 90er, Anfang 2000er Jahre entstanden in den USA. Entwickler waren Jeff Sutherland und Ken Schwaber. Beide kommen aus dem IT-Bereich, beide kommen aus der Softwareentwicklung. Und man hat sich damals gemeinsam mit anderen Entwicklern, die in diesem Bereich tätig waren, zusammengesetzt und hat gesagt, Mensch, wir sind in so vielen Projekten im Moment eingesetzt. Die IT-Branche hat geboomt in dieser Zeit. Aber das funktioniert alles nicht so richtig. Irgendwie ist das alles unzufriedenstellend. Irgendwie kommt bei den Projekten nicht das raus, was wir haben wollen, oder wir brauchen viel zu lange. Wir kommen nicht an den Punkt, wo wir hin möchten. Wie können wir das denn anders angehen? Und da ist man an vielen Stellen eben zu der Entscheidung gekommen, zu sagen, Mensch, diese Wasserfallart und Weise, wie wir im Moment arbeiten, wir planen, wir designen, wir haben eine Build-Phase, wir implementieren, wir testen. Das ist alles schön und gut, aber es dauert einfach viel zu lange. Wir planen ewig lange, wir bauen ewig lange, und wenn wir dann am Ende getestet haben und irgendetwas tatsächlich an den Kunden übergeben haben, passiert es ganz, ganz oft, dass der Kunde sich das Produkt anguckt und sagt, das ist ja schön, aber das hätte ich vor 2 Jahren gebraucht. Oder der Kunde sagt, ja, nee, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Das ist für die liefernde Seite natürlich hochgradig unzufriedenstellend und für die bestellende Seite, für die Kundenseite sozusagen ebenfalls. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz hohe Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Und jetzt haben diese führenden Köpfe der Softwareentwicklung sich zusammengesetzt und gesagt, Mensch, was brauchen wir denn eigentlich, damit das besser läuft? Wir brauchen viel kürzere Schleifen. Wir brauchen viel kürzere Feedbackzyklen. Wir müssen uns öfter mit dem Kunden zusammensetzen. Wir müssen nicht uns hinsetzen und 3 Jahre lang planen und dann 5 Jahre lang zu bauen und 2 Jahre lang zu testen, sondern wir versuchen das in kleineren Paketen abzuwickeln. Wir planen ein bisschen, natürlich haben wir einen groben Plan, aber wir planen erstmal so eine kleine Zeiteinheit, bauen was, geben das dem Kunden mal und der kann dann schon mal gucken, Mensch, geht das denn in die richtige Richtung? Ist das denn das, was er sich vorgestellt hat? Oder stellt er fest, Schnapsidee oder das muss ganz anders aussehen? Und damit das funktionieren kann, braucht es natürlich eine offene Fehlerkultur auf Lieferantenseite und auf Kundenseite ebenso. Denn nur über Fehler, nur über den Weg, den wir nicht gehen wollen, können wir den Weg finden, den wir gerne gehen möchten. Das ist also erstmal eine wichtige Grundlage, eine wichtige Foundation, auf der diese ganze agile Arbeitsweise, diese ganze agile Kultur und Scrum eben letztlich auch nur aufbauen kann. Der zweite Punkt, den ich, was die Grundlagen angeht, gerne mit Ihnen besprechen möchte, ist die Art und Weise, wie wir Projekterfolg bewerten oder bislang bewertet haben. Es gibt ja grundsätzlich in jedem Projekt immer 3 Dimensionen, die eine extrem große Rolle spielen. Natürlich. Das ist einmal das Geld. Logisch. Wir haben ein Budget. Wir sollten versuchen, innerhalb dieses Budgets zu bleiben. Das ist Zeit. Wir haben einen gewissen Zeitplan. Selbstverständlich möchten wir an einem bestimmten Punkt fertig sein oder wir haben einen gewissen Rahmen zumindest. Und schlussendlich ist es der Umfang des Produkts, der geliefert wird und damit auch die Kundenzufriedenheit. Denn je mehr der Kunde bekommt, je mehr Umfang geliefert wird, desto zufriedener ist der Kunde natürlich. Jetzt war das in der Vergangenheit oder das klassische
Projektsteuerungsdreieck, das man so kennt, sah folgendermaßen aus. Wir hatten einen Kunden, der gesagt hat, ich habe ein Budget für dich, lieber Lieferant. Ich sag mal 1 Million. Ich möchte, dass du mit dieser Million zum 01.01.2019 etwas lieferst, und zwar genau das, mit einem fest definierten Umfang. Das heißt, ein Kunde legt fest das Budget, ein Kunde legt fest den Zeitrahmen und ein Kunde legt auch noch genau fest, was er haben möchte. Jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber schauen Sie mal auf Ihre Projekterfahrung zurück. Die wird sicherlich noch sehr viel umfänglicher sein als meine. Und überlegen Sie mal, in wie viel Prozent der Fälle das funktioniert hat. Ein Budget ist gefixt, das haben wir getroffen. Eine Zeit ist gefixt, die haben wir auch eingehalten. Und wir haben dem Kunden auch noch genau auf den Punkt das geliefert, was er am Anfang angefordert hat. Hat das geklappt? Also in meiner Projekterfahrung sicherlich in weit über 90% der Fälle nicht. Das mag an der Branche gelegen haben, das überlasse ich Ihrer Fantasie. Aber das ist tatsächlich eine unrealistische Herangehensweise. Was passiert jetzt also im klassischen Projekt, wenn wir nach einiger Zeit feststellen, es wird nicht hinhauen? Der Kunde sagt entweder, okay, du kriegst ein bisschen mehr Zeit, oder der Kunde sagt, okay, du kriegst ein bisschen mehr Geld. Und trotzdem, trotz alledem, kann es uns am Ende noch passieren, dass wir etwas abliefern, das dann bei näherer Betrachtung durch Kundenseite sich als nicht zufriedenstellend herausstellt. Der Kunde bekommt es am Ende, schaut es sich an, hat mehr Geld ausgegeben als geplant, hat mehr Zeit reingesteckt als geplant und stellt fest, ist gar nicht das, was er haben wollte. Lassen Sie uns mal schauen, wie das in der agilen Denkweise aussieht. Die agile Welt lebt ganz, ganz häufig davon, dass ein Budget gefixt wird, festgelegt und eine Zeit gefixt wird. Ich habe da immer so ein Beispiel, das in der agilen Welt sehr, sehr gern genutzt wird. Computerspielentwicklung. Stellen Sie sich vor, wir sind ein Unternehmen, das auf der Gamescom 2019 ein neues Computerspiel auf den Markt bringen möchte. Das heißt, wir haben einen fixen Termin, Gamescom 2019. Da möchten wir was haben, was wir ausstellen können. Wir möchten das den Kunden zeigen können. Die sollen das fühlen können, die sollen was ausprobieren können, die sollen vom Hocker gerissen werden. Wir haben dafür auch ein relativ festes Budget, das wir ausgeben können, weil so eine Spielneuentwicklung, die kostet ja auch immer ein bisschen was. Darüber haben wir gesprochen, wir haben ein Budget festgelegt. So, jetzt bekomme ich mit meinem Entwicklerteam die Aufgabe, du entwickelst jetzt dieses Spiel. Und dann sage ich, alles klar, bis wann? Gamescom 2019, wie viel Kohle habe ich zur Verfügung? Alles klar. Und woran wir jetzt schrauben, ist, wie viel kann ich liefern? Das heißt, in der agilen Welt werden Budget und Zeit festgelegt, aber der Scope, der Umfang, der dann geliefert werden, oh, jetzt hat sich hier gerade ausgeschaltet. Entschuldigung. Der Scope oder der Umfang, der geliefert werden kann, der ist aber flexibel. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, ich als Lieferant kann meinem Kunden garantieren, dass er zu einem bestimmten Termin definitiv für das Geld, das er auf den Tisch gelegt hat, ein Produkt vorfinden wird. Wir können auch relativ genau eingrenzen, in was für einem Rahmen sich dieses Produkt bewegen wird, was den Umfang angeht. Das heißt, ich kann ihm definitiv garantieren, dass bestimmte Minimalanforderungen zum Beispiel umgesetzt sein werden. Aber was darüber hinaus möglicherweise zu diesem Zeitpunkt noch geliefert werden kann oder geliefert worden ist, das ist flexibel. Und das müssen wir flexibel behandeln. Roxanne, ganz kurz, es ist noch die Startfolie zu sehen. Oh, ich sehe hier das, was wir eigentlich sehen sollten. Ist es jetzt ist es wunderbar. Ah, okay. Vielen Dank. Ja, danke schön für den Hinweis. Entschuldigen Sie bitte, dass sich das hier gerade kurz aufgehangen hat. Genau, das heißt, in einer schnelllebigen Welt, in der wir uns heute befinden, in einer Welt, in der sich Anforderungen ganz, ganz häufig ändern, in der sich Marktanforderungen ändern, Kundenanforderungen ändern, können wir nicht mehr zu Beginn eines Projekts in einem ewig langen Planungszyklus ein festes Projektendprodukt fixieren und daran festhalten, sondern wir müssen mit einer Vision beginnen.
Wir müssen damit beginnen, dass wir selbstverständlich einen groben Rahmen für das Projekt brauchen, für die Produktentwicklung brauchen. Selbstverständlich brauchen wir auch in einer agilen Welt, auch in einer agilen Denkweise, ein Konzept, eine grobe Vision davon, wo soll es denn eigentlich hingehen? Was soll denn am Ende rauskommen? Wollen wir ein Haus oder ein Boot? Wollen wir ein Computerspiel oder wollen wir eine Webseite oder eine App? Nur, wie sich das dann im Detail gestaltet, wie dieses Produkt im Detail aussieht, welche Funktionen vollumfänglich oder eben nicht vollumfänglich geliefert werden können, das darf und muss sich flexibel gestalten. Wir schaffen es also definitiv, zum genannten Termin Gamescom 2019 ein Spiel fertigzustellen, das vielleicht noch nicht alle 250 Level hat, das vielleicht noch nicht alle 25 Charaktere hat, die wir haben wollen. Aber wir schaffen es definitiv, zu diesem Zeitpunkt etwas bereitzustellen, mit dem wir auf der Gamescom überzeugen können. Wir haben vielleicht die ersten 10 Level fertig. Wir haben vielleicht die ersten 3 Charaktere fertig. Und vielleicht sind diese 10 Level auch schon vollumfänglich, komplett ausgestattet mit allen Features, allen Special Effects, die wir haben möchten. Und alles danach darf sich entwickeln. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass unsere Kunden wahnsinnig viel Vertrauen in uns haben, weil sie wissen, wir reißen keine Fristen, wir reißen keine Termine, wir reißen auch keine Budgets. Wir können das alles einhalten. Die Frage ist nur, wie viel Produkt schaffen wir es zu liefern in dieser Zeit? Und das ist deutlich ehrlicher und deutlich realistischer als die Art und Weise, mit der wir bisher daran gegangen sind. Das ist also die zweite Grundlage, mit der wir in diese ganze Scrum-Denke, in diese komplette Geschichte einsteigen. Und aus dieser offenen Fehlerkultur und aus der neuen Art und Weise, wie wir ein Projekt oder den Projekterfolg bewerten, ergibt sich dann ein agiles Mindset, eine agile Denkweise. Und diese agile Denkweise, das ist das, wo Sie ansetzen müssen, wenn Sie in Ihrer Organisation beginnen möchten, agil zu arbeiten. Wir haben das ganz häufig, dass wir in Organisationen kommen, die uns bitten, agile Arbeitsweisen einzuführen oder die Mitarbeiter zu schulen. Und wir kommen dahin und wir besprechen die Erwartungen und fragen, wie arbeiten Sie denn im Moment? Und dann sitzt da einer, der sagt, wir arbeiten schon total agil. Und dann fragt man, was machen Sie denn? Ja, wir haben Jira eingeführt. Wahrscheinlich lachen jetzt einige von Ihnen, weil sie sich in ihrer Organisation da wiedererkennen. Das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Aber ein Tool macht noch keine Arbeitsweise. Ein Tool ist ein winzig, winzig kleines Puzzleteil auf dem Weg zu einem agilen Change, zu einem agilen Shift in der Organisation. Ich kann 15 Tools benutzen, die agil sind. Ich kann Scrum in Teams eingeführt haben und kann Kanban in Teams eingeführt haben. Und trotz alledem wird das agile Arbeiten scheitern, wenn nicht bis in die letzte Ebene, auch noch ganz oben im Zweifelsfall, auch bis zu uns, bis zu Ihren Geschäftsführern durchgedrungen ist, was es heißt, agil zu arbeiten. Agil zu arbeiten, agil zu denken, bedeutet nämlich transparent handeln, transparent Entscheidungen treffen, transparent sein in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Agil arbeiten bedeutet offene Fehlerkultur. Agil arbeiten bedeutet, wir dürfen Fehler machen, wir möchten Fehler machen, weil wir nur mit Fehlern, nur mit Erfahrungen besser werden können. Agil arbeiten bedeutet, ergebnisoffener sein. Es gibt sicherlich nach wie vor Produkte, wo eine agile Arbeitsweise nicht angebracht ist, wo ein Haufen Bestimmungen da sind, wo von Anfang an zu 100% klar ist, wie soll dieses Produkt am Ende aussehen. Da brauchen wir kein Scrum. Da brauchen wir keine agile Arbeitsweise. Wenn alles zu 100% fix ist und keine Änderungen möglich sind, hat eine agile Arbeitsweise wenig bis gar keine Vorteile. Das heißt, wir müssen in einem Umfeld unterwegs sein, wo eine Ergebnisoffenheit bis zu einem bestimmten Grad da ist und auch gelebt werden kann. Wir müssen in den Mitarbeitern die Kreativität wecken und den Mut wecken, neue Wege gehen zu wollen, weil sie wissen, dass sie sie gehen dürfen, dass sie eben diese Erfahrung machen dürfen. Und schlussendlich ist all das Teil eines Mindsets. Und ich kann noch so viele Tools einführen, ich kann noch so viele Prozesse und nichts anderes ist Scrum einführen, wenn dieses Mindset nicht stimmt
dann wird es zum Scheitern verurteilt sein. Und was wir eben ganz häufig sehen, ist, dass aktuell dieses Thema Scrum, dieses Thema agiles Arbeiten als Allheilmittel gesehen wird. Wir führen jetzt Scrum ein und alles funktioniert. Alle Probleme, die wir zuvor hatten, haben wir nicht mehr. Das funktioniert nicht. Genauso wird es nicht gehen. Denn dann wird es passieren, dass Sie nach 2, 3, 4, 5 Monaten, vielleicht auch nach einem Jahr zu uns kommen und sagen, Scrum ist gescheitert. Scrum hat bei uns nicht funktioniert. Scrum ist doof. Weil eben nicht nur Scrum das Schlüsselwort ist, sondern die Prozesse, die Gedankengänge, das Mindset, das dahinter steht, das sich ändern muss. Und das ist ein Prozess. Und das ist etwas, was sich sicherlich nicht von heute auf morgen verändern lässt. Und das ist sicherlich auch nichts, was eben als Allheilmittel bezeichnet werden darf. In Prince to Agile nutzen wir sehr gerne die Redewendung, könnte man sagen. Die Frage ist nicht Agile ja oder nein. Die Frage ist, wie viel Agile? Wie viel Agil brauche ich? Wie viel Agil braucht meine Organisation? Und können wir, wollen wir umsetzen? Und da muss sicherlich jede Organisation für sich die Entscheidung treffen. Was ist das richtige Maß? Und wo fangen wir an? Wie können wir anfangen, um zu diesem agilen Mindset zu kommen, um eine Arbeitsweise wie Scrum, um eine Arbeitsweise wie Kanban und andere agile Methoden sinnvoll, effizient und nutzbar zu machen? Soweit also zu den Grundlagen des Ganzen. Jetzt schauen wir uns mal einen Kernwert, einen Core Value, wie Scrum sagt, an. Und das ist der Fokus. Und Fokus bedeutet letztlich mehrere Sachen in mehreren verschiedenen Zusammenhängen. Scrum hat 5 Werte. Das ist Transparenz, das ist Fokus, das ist Offenheit, das ist Selbstorganisation und das ist auch Self-Accountability nennt es Scrum, also auch Selbstverantwortlichkeit irgendwo. Und auf den Fokus, da möchten wir jetzt mal einen genaueren Blick werfen, weil der sich ein bisschen wie ein roter Faden durch dieses gesamte agile Mindset und durch diesen gesamten agilen Prozess zieht. Fokus bedeutet nämlich, und da fängt es in ganz vielen Organisationen schon an, eine 100-prozentige Ressourcenzuordnung, wenn es um das Thema Entwicklungsteam, lieferndes Team geht. Wir haben das häufig, dass Organisationen sagen, ja, also Scrum ist ja schön und gut, aber die Leute 100% für ein Projekt oder für eine Produktentwicklung abstellen, das können wir nicht. Die müssen ja noch Linienbetrieb nebenher machen. Die müssen ja noch den Wirkbetrieb am Laufen halten, ihre Tickets bearbeiten. Gerade im IT-Bereich hat man das ganz häufig. Da würde Scrum sagen, Commitment gehört auch dazu. Wenn ihr mit Scrum arbeiten wollt und wenn ihr Scrum für euch nutzbar machen wollt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass ihr die Leute zu 100% abstellen könnt. Diese 100-prozentige Ressourcenzuordnung führt dazu, dass die Menschen, die sich in diesem Team befinden, sich zu 100% auf ihre Produktentwicklung, auf ihr Produkt konzentrieren können. Ich weiß nicht, wie Ihre Kalender so aussehen, aber wenn ich an meine Zeit im Projektmanagement zurückdenke, dann war eine Woche mit unter 30 Terminen in der Woche, war eine echt ruhige Woche. Ja? Tendenziell war das immer eher sehr viel höher. Jetzt frage ich Sie, gehen Sie mal in sich, wenn Sie so von Termin zu Termin gehetzt sind, war das befriedigend? Hatten Sie das Gefühl, Sie haben was geschafft? Am schlimmsten fand ich immer die Termine, wo man reingegangen ist und man hat vorher vielleicht noch nicht mal eine Agenda bekommen. Man wusste noch nicht mal zu 100%, worum es geht und hatte nach dem Termin irgendwie das Gefühl, das war jetzt verschwendete Lebenszeit. Das hätte man sich anders einteilen können. Und irgendwann abends um 6 sitzt man dann da und denkt, boah, jetzt muss ich aber noch mal 2 Stunden im Büro bleiben, um meine Arbeit auch mal gemacht zu bekommen. Und dann schreibt man zwischendurch noch eine E-Mail und man führt noch mal kurz ein Telefonat und man guckt mal auf dem Handy, was man sich noch bei Amazon bestellen möchte. Und schwuppsdiwupps sind diese 2 Stunden rum und man hat 1000 Sachen angefangen und nichts zu Ende gebracht. Und das im Kleinen ist genau das, woran Sie im Großen arbeiten müssen. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter für so eine Produktentwicklung abstellen möchten und Interesse daran haben, dass dieses Produkt zu einem Abschluss gebracht wird, dass dieses Produkt entwickelt wird, dass Sie ein gutes Ergebnis bekommen, dann sollten Sie dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter sich ja darauf auch konzentrieren können.
Wenn die zwischendrin noch 20 Tickets bearbeiten und hier noch in einem Meeting sitzen und da noch in einem Meeting sitzen, dann werden sie zu nichts kommen. Und schlussendlich wird das nur dazu führen, dass entweder das Produkt mit nicht der gewünschten Qualität zustande gebracht wird oder dass sich das Ganze am Ende doch sehr viel weiter verzögert, als man das eigentlich haben wollen würde. Und das kennt man ja aus dem Privaten. Wenn man sich mal kurz hinsetzt und sich mal eine halbe Stunde auf was konzentriert, dann hat man es plötzlich ganz schnell fertig. Und wenn man sich nicht konzentriert, braucht man 4 Stunden dafür. Das ist also der Gedanke der hundertprozentigen Ressourcenzuordnung. Da hat jetzt schon mitgeschwungen, dass wir auch unsere Teammitglieder nicht ständig in irgendwelche Meetings setzen wollen, die außerhalb des Scrum-Workflows liegen. Ich habe mich vor kurzem mit einem Kunden unterhalten, der sagte, ja, Scrum, das ist ja alles schön und gut. Und wir möchten das ja auch gerne einführen. Aber was ich da jetzt so dran doof finde, ist, dass die Leute in so vielen Meetings sitzen. Aha. Scrum, der Workflow an sich, hat Meetings definiert. Ja. Der hat eine Planungssession, ein Sprint Planning hat er definiert. Der hat ein tägliches Meeting, das eine Dauer von 15 Minuten hat, definiert. Der hat ein Sprint Review definiert, also ein Meeting, bei dem das Produktinkrement, das geliefert werden soll, abgenommen wird. Und er hat eine Sprint Retrospective definiert. Da reden wir über den Prozess, da reden wir über die Menschen. Und wenn man es ganz genau nimmt, gibt es noch ein fünftes Meeting. Das ist das Refinement, in dem sich der Produktverantwortliche, der Product Owner, mit dem Team zusammensetzt, um gemeinsam darüber zu sprechen, wie Anforderungen formuliert werden müssen, wie Anforderungen verfeinert werden müssen. So, wenn wir uns jetzt also mal so einen 4-wöchigen Sprint angucken, dann gibt es ein Meeting ganz am Anfang, dauert einen Tag. Dann treffen wir uns einmal am Tag, nur für eine Viertelstunde, um uns kurz auf den neuesten Stand zu bringen. Und dann treffen wir uns vielleicht noch zweimal zwischendurch, um diese Verfeinerungssachen hinzubekommen. Und ganz am Ende treffen wir uns noch mal einen Tag, an dem wir das Produkt abnehmen und über den Prozess und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, sprechen. Das war's. Wir haben also 4 Wochen und wir treffen uns in diesen 4 Wochen insgesamt, wenn man es zusammennimmt, vielleicht 3 volle Tage. Vielleicht 4. So. Und das habe ich diesem Herrn, der sich mir da vorgestellt hat, habe ich das vorgerechnet. Und dann sagte er, ja, aber das kommt ja noch dazu, zu all diesen anderen Meetings, in denen meine Mitarbeiter sitzen. Und da liegt nämlich der Hund begraben. Ich muss dann natürlich dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter, die in diesem Scrum-Workflow mitwirken sollen, eben von dem restlichen Management-Overhead, der sich da ergibt, freigelassen, freigestellt werden. Natürlich lasse ich die nicht in ihrem Hamsterrad. Natürlich lasse ich die nicht in ihren 30 Meetings in der Woche und pack diese 5 da noch oben drauf, sondern ich befreie die von diesem ganzen Management-Overhead, der sich da ergibt. Und an dieser Stelle kommt noch ein zweiter Punkt ins Spiel. Und das ist nämlich die Art und Weise, wie wir Rollen zuordnen zu diesen Management-Aufgaben. Wir haben nämlich in unserem Scrum-Team eine ganz entscheidende Person und das ist der Scrum Master. Und der sorgt nämlich dafür, dass unser Team sich auf das konzentrieren kann, was sie eigentlich machen möchten, nämlich das Produkt entwickeln. Der Scrum Master ist derjenige, der die Meetings organisiert, der die Inhalte mit den Verantwortlichen abspricht, ist derjenige, der den Raum bucht, ist derjenige, der die Termine verschickt, ist derjenige, der im Zweifelsfall dafür sorgt, dass alles da ist, dass wir auch was zu essen und zu trinken haben und diese ganzen organisatorischen Issues da drumherum einfach von unserem Team, von unseren Entwicklern ferngehalten werden und die sich tatsächlich mal ganz uneingeschränkt einfach auf das konzentrieren können, was sie gerne machen möchten, nämlich das Produkt entwickeln. Das machen, wofür sie eigentlich ja das gelernt haben, was sie da tun. Und dann kommt da noch ein dritter Punkt ins Spiel und das ist die klare Agenda, die wir für alle Meetings haben. Und das ist der dritte Fokus sozusagen, den ich Ihnen hier vorstellen möchte. Man hat es ganz gerne mal, dass man in Meetings vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Man sitzt zusammen, man hat sich vielleicht auch lange nicht gesehen, hat sich viel zu erzählen und man verbringt eigentlich die erste Dreiviertelstunde mit Quatschen. Ist gar nicht schlimm. Aber
Dann spricht man über das Thema, das man eigentlich mal ansprechen wollte. Dann kommt man davon ab auf was anderes. Und am Ende landet man JWD bei irgendeinem Thema, wo man sich am Anfang überhaupt nicht mehr, wo man sich überhaupt nicht mehr erinnern kann, wie man da hingekommen ist vom Anfang. Wir sorgen also dafür, dass unsere Meetings im Scrum-Workflow eine ganz klare Agenda haben. Der Fokus eines jeden Meetings liegt auf einem Thema und das ist von vornherein klar. Der Fokus in einem Sprint-Planning-Meeting liegt, wie der Name schon sagt, in der Planung für den Sprint. So ein Sprint dauert je nach Länge 2 bis 4 Wochen. Das heißt, ich kann auch je nach Länge des Sprints eben ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger für dieses Planungsmeeting brauchen. In diesem Sprint Planning werden die Anforderungen angeschaut, die der Produktverantwortliche nach oben priorisiert hat. Und das Team nimmt sich die Verantwortung und die Anforderungen in den Sprint, von dem sie glauben, die können wir abarbeiten. Die schaffen wir. So, darum geht's, um nichts anderes. Dann treffen wir uns einmal am Tag eine Viertelstunde. Das nennt man auch Daily Stand-Up Meeting, denn da sollen tatsächlich alle stehen bleiben. Und da geht es nur darum, wo stehen wir denn gerade? Wo stehen wir gerade? Was haben wir gestern gemacht? Was steht als nächstes an? Wo hängt's? Ganz klare Regeln sozusagen, ganz klare Festlegung des Scopes für dieses Meeting. Kein Gequatsche nebenher, das soll sich auch nicht länger als 15 Minuten hinziehen. Alle kurz auf den neuesten Stand bringen, weiter geht's. Drittes Meeting, Sprint Review, ist die Produktabnahme. Was haben wir geschafft? Lieber Produktverantwortlicher, findest du das gut? Lieber Kunde, gefällt dir das? Wir möchten bitte dein Feedback. Das ist der Fokus für dieses Meeting. Und dann haben wir noch die Sprint Retrospective und die hat den Fokus auf den Prozess, auf den Menschen, sage ich immer gerne. Das eine ist der Produktfokus, Review, das andere ist der Menschenfokus. Und da geht es jetzt darum, wie läuft die Zusammenarbeit? Was können wir besser machen? Was müssen wir besser machen? Was läuft vielleicht schon gut? Denn das gehört ja auch zum Erfahrungen sammeln mit dazu und das wird gerne mal vergessen. Erfahrungen sammeln und transparent machen, heißt ja nicht nur Fehler transparent machen, heißt ja auch sich mal feiern können, heißt ja auch transparent machen, was richtig gut gelaufen ist, damit vielleicht andere davon auch noch profitieren können, möglicherweise. Und somit haben wir einen Fokus auf einem klaren Thema für jedes Meeting und schaffen es damit wiederum, sehr viel effizienter zu sein, sehr viel effektiver zu sein, weil wir eben nicht vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Und was Sie natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass die Menschen, die in diesem Workflow arbeiten, natürlich nebenher auch miteinander sprechen dürfen, miteinander sprechen sollen. Das heißt, die Kommunikation ist selbstverständlich nicht beschränkt auf diese Meetings. Aber wir sorgen somit dafür, dass unser Tag nicht nur aus Meetings besteht und wir zu unserer eigentlichen Arbeit, zu unserer eigentlichen Entwicklung überhaupt nicht mehr kommen. Das ist also unser Kernwert, auf den ich heute gerne eingehen möchte. Das nächste, worauf wir eingehen, ist die Kernrolle. Die Core Role und das ist der Product Owner. Scrum hat 3 Rollen definiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Frameworks, die Sie möglicherweise auch kennen, Prince, ITIL, die sich mehr als methodisches Buffet verstehen. Das heißt, mit einem Sammelsurium, mit einem riesen Sammelsurium an Hinweisen, an Methoden, an Prozessen, an Steps in Prozessen aufwarten, aus denen man sich dann nach Verständnis das raussuchen soll, was für den aktuellen Moment passt. Mit anderen Worten, eine Methode, die angepasst werden soll, angepasst werden muss auf die aktuelle Situation, auf die Projektsituation oder auf die Service-Situation, sagt Scrum, wir gehen den anderen Weg. Wir nehmen einfach alles weg, was potenziell angepasst werden müsste und wir konzentrieren uns auf die absoluten Basics, auf das, was absolut nicht, was unabdingbar ist, was nicht weggenommen werden kann. Und das äußert sich dann darin, dass Sie, während Sie bei ITIL 5 dicke Bücher zur Hand nehmen müssen, bei Scrum einen Guide von 18 Seiten haben. Und eine dieser grundlegenden Sachen, auf die man sich geeinigt hat, sind diese 3 Rollen. Und da möchte ich Ihnen heute insbesondere den Product Owner vorstellen. Wir haben daneben noch den Scrum Master, den habe ich gerade schon angesprochen. Das ist unser Methodenmensch, der Teamverantwortliche sozusagen, der dafür sorgt, dass es allen gut geht. Und dann haben wir noch das Development Team, das Entwicklerteam. Das sind die, die liefern, die tatsächlich die Arbeit machen, das Produkt zu entwickeln.
Und unser Product Owner ist deshalb die Kernrolle, weil der im Grunde ja ergebnisverantwortlich ist. Das ist derjenige, der erfolgsverantwortlich ist auch. Der formuliert nämlich die Vision für das Produkt. Das bedeutet, der sollte wissen, worauf kommt es am Ende an, worauf läuft es denn hinaus? Bauen wir hier ein Haus oder bauen wir hier ein Boot? Und der sollte diese Vision auch kommunizieren können an das Team. Der muss sie transportieren können, sodass das Team versteht, woran arbeiten wir denn da eigentlich? Worauf soll das denn hinauslaufen, damit sie ihre gesamte Expertise überhaupt erst einbringen können? Damit er das machen kann, muss der Product Owner Stakeholder Management betreiben. Das heißt, er ist derjenige, er setzt sich mit dem Kunden, den verschiedensten Kundenseiten zusammen, guckt sich an, was wollen die denn eigentlich? In welche Richtung soll das denn gehen und was ist denen wichtig? Und mit dem Kunden kommunizieren bedeutet ganz, ganz häufig eben nicht nur mit einem Menschen kommunizieren oder mit einer Gruppe kommunizieren, sondern mit ganz, ganz vielen. Und das kennt man ja. Ich kenne jetzt, ich weiß jetzt nicht, in was für einem Hintergrund Sie unterwegs sind natürlich, aber wenn ich jetzt an die IT zurückdenke, in der ich gearbeitet habe, und wir wollen jetzt mal beispielsweise ein großes SAP-System auf die gesamte Organisation ausrollen, dann ist das relevant für den Vertrieb, das ist relevant für HR, das ist relevant für den Einkauf, das ist relevant für alle anderen Abteilungen ebenfalls. Das heißt, wir haben im Zweifelsfall für so ein Produkt, das da entwickelt werden soll, 25 verschiedene Gruppen von Stakeholdern. Was jetzt, bis jetzt, ganz, ganz häufig passiert ist, irgendjemand gibt der IT den Auftrag und dann prasseln 25 Gruppen von Menschen auf die armen Entwickler ein, die sagen, meins ist aber das Wichtigste. Nein, meins ist das Wichtigste, aber ich bin doch am wichtigsten. Und das führt zu heilloser Überforderung derjenigen, die da entwickeln sollen. Das führt dazu, dass am Ende fast nichts fertig wird, weil alles das Wichtigste ist, weil jeder für sich selbst entschieden hat, dass er der Wichtigste ist. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass sich Projekte verzögern, dass Projekte viel mehr Geld kosten als geplant und trotzdem nicht das liefern, was wir haben möchten. Was brauchen wir also? Wir brauchen jemanden, der all diese Interessen abfängt, der diese Interessen aufnimmt und der dann, nachdem er das komplette Bild kennt und weiß, wie die verschiedenen Interessenlagen aussehen, darüber entscheidet, in welche Richtung wir weitergehen, in welche Richtung wir weiterdenken und weiterentwickeln. Und das ist deshalb die ganz, ganz wichtige, die wichtigste Rolle, weil er hat letztlich den Hut auf. Sie sehen, das ist hier mit der Krone dargestellt. Er ist der König für das Produkt. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, er muss das Mandat haben. Er muss von der Organisation das Mandat haben, dann auch zu einzelnen Kunden oder Interessengruppen sagen zu können, ja, ich habe dich gehört, ich habe aber im Sinne der Maximierung des Wertes für dieses Produkt entschieden, dass deine Anforderung jetzt nicht die am höchsten priorisierteste ist und nicht die wichtigste ist. Das hat zwei Implikationen für diese Person. Das bedeutet zum einen, er muss ein Experte sein für das, was da entwickelt wird. Er muss es kennen. Er muss wissen, in welche Richtung das geht, welche Funktionalitäten im Zweifelsfall aufwendiger sind als andere oder mehr Wert bringen als andere. Und zum anderen muss er auch noch ein Experte für das Produkt am Markt oder beim Kunden sein. Das heißt, er muss verstehen, was bringt für den Kunden den meisten Wert. Was ist die Richtung, in die wir gehen wollen? Wie wird dieses Produkt maximal erfolgreich? Das ist keine einfache Rolle. Die ist nicht einfach zu besetzen. Und jetzt kommt der Knaller. Das sollte auch noch nur eine Person sein. Denn Sie wissen ja, wie das ist mit Königen. Zwei auf einmal ist immer ein bisschen schwierig, ne? So ein Thron hat in der Regel immer nur Platz für einen. Und man hat, wenn man hier mehr als eine Person sitzen hat, auch ganz, ganz schnell so einen Effekt von, naja, nur weil der jetzt Nein gesagt hat, heißt das ja noch nicht, dass der andere vielleicht auch Nein sagt. Wenn Mami Nein gesagt hat, frage ich mal Papi. Und so verliert diese Rolle ganz, ganz schnell auch ihre Verantwortung und ihre Gesamtverantwortung letztlich. Wir müssen hier also darauf bestehen, dass es ein Mensch, der versucht, alle Stakeholder-Interessen übereinzubringen und es in einem wertmaximierten Produkt zu vereinen. Und das bedeutet eben, er muss diese Anforderungen priorisieren.
Er ist derjenige, der entscheidet, wir setzen jetzt diese Anforderungen um und nicht die andere. Wir sorgen jetzt dafür, dass alle Datenbanken im Backend angebunden sind, bevor wir die Knöpfe im Frontend auf die richtige Ebene schieben oder im Zweifelsfall umgekehrt. Ja, ein ganz simples Beispiel. Und diese Anforderungspriorisierung, die wird auch akzeptiert von den Stakeholdern. Natürlich muss hier kommuniziert werden und natürlich dürfen die ihre Interessen anbringen. Aber dieser Product Owner hat im Zweifelsfall das Mandat, hat das Sagen. Unsere Kernrolle, ohne den geht es nicht. Wie oft passiert Ihnen das in Ihrem Arbeitsalltag, dass Sie das Gefühl haben, Sie haben 20 Aufgaben auf dem Tisch und Sie wissen ganz genau, Sie schaffen die jetzt nicht alle. Und dass man sich dann manchmal einfach jemanden wünscht, der sagt, okay, das ist jetzt das Wichtigste. Ich setze die Prio 1 da drauf. Das andere kommt danach. Und auch das ist wieder eine Form von Fokus. Wir fangen nicht 20 Sachen an, sondern wir arbeiten Dinge seriell ab, iterativ ab und sorgen dafür, dass eben entsprechend einer Priorisierung auch Dinge einfach fertig werden und nicht 20 angefangene Stapel da liegen. Das ist diese Rolle, Product Owner. Zu guter Letzt stelle ich Ihnen noch unser Kernartefakt vor. Scrum spricht von Artefakten. Das Artefakt Namensherkunft oder per Definition ist sowas, ja, man könnte es wohl übersetzen mit von Menschen gemacht. Das bedeutet letztlich unsere gesamte Dokumentation. Und Scrum gibt da jetzt nicht vor, ob das ein Dokument ist oder ob das in einem Tool gepflegt wird. Das ist Ihnen letztlich egal. Man könnte sagen, das sind eigentlich alles einfach in irgendeiner Form Listen. Und unser Kernartefakt, das wir heute betrachten möchten, ist das Product Backlog. Und das Product Backlog ist die Liste aller Anforderungen für das gesamte Produkt. Das heißt, alle diese Stakeholder-Interessen, alle diese Anforderungen, die an den Product Owner herangetragen werden, die sammelt er in diesem Product Backlog. Und dieses Product Backlog ist auch sein Dokument, sein Item, sein Artefakt, in dem er priorisiert, diese Priorisierung auch wieder verändert. Das heißt, das Ding ist auch dynamisch, das darf sich verändern. Wir mögen Änderungen, denn Änderungen führen dazu, dass wir am Ende ein Produkt liefern, das sehr viel näher dran ist an den Kundenerwartungen, an dem, was der Kunde in diesem Moment eigentlich haben möchte. Und dieses Product Backlog enthält alle Anforderungen, die an das Produkt gestellt werden. Das heißt nicht, dass das mit Entwicklung des Produkts am Ende komplett abgearbeitet ist. Eventuell stellen wir im Verlauf fest, dass die letzten 20 Anforderungen depriorisiert werden, nicht mehr umgesetzt werden, weil das nicht mehr als Scope des Projekts mit umgesetzt werden kann, weil die Zeit dafür nicht reicht, weil das Budget dafür nicht reicht, weil man zu der Erkenntnis gekommen ist, dass diese Anforderungen nicht wichtig sind. Und wie gesagt, das darf sich verändern. Prioritäten ändern sich, Anforderungen kommen hinzu, Anforderungen fallen weg, Anforderungen werden detaillierter gestaltet, Anforderungen werden auseinandergenommen, in mehrere kleine Anforderungen zerteilt. Und dieses Produkt ist das, oder dieses Product Backlog, dieses, Prinz würde sagen, Management-Produkt, dieses Dokument, ist das Herz unserer Produktentwicklung. Und alle Werte, die wir vorhin angeschaut haben, die treffen darauf zu. Das heißt, das ist transparent. Das wird offen gehandhabt. Das liegt in der Verantwortlichkeit des Product Owners. Und im Zweifelsfall dürfen da auch alle Stakeholder reingucken und der Product Owner bespricht seine Entscheidungen mit denen. Warum habe ich deine Anforderung depriorisiert? Warum ist mir gerade was anderes wichtiger? Und auch das Team schaut da rein und versteht, was kommt noch auf uns zu? In welchem Kontext bewegen wir uns? Was ist als nächstes dran? Oder wie hängen bestimmte Items, bestimmte Anforderungen zusammen? Und damit ist das, ja, das Herz unserer Entwicklung, das sich eben ständig verändern wird und ständig verändern darf. Und da reden wir jetzt nicht von Grundlagenänderungen. Ne? Also wir reden jetzt nicht davon, dass sich der Kunde im Zwei-Wochen-Takt entscheidet, Haus, Boot, Haus, Boot. Sondern wir reden davon, dass der Markt sich dreht und unsere Webshop-Zahlung in der App nicht mehr über PayPal machen, sondern über Bitcoin. Was bringt uns das, wenn wir in 3 Monaten ein System rausbringen, wo man mit PayPal zahlen kann? PayPal benutzt aber kein Mensch mehr. Stattdessen zahlen alle mit Bitcoin. Natürlich ist das eine Anforderung, die verarbeitet werden muss. Und natürlich ist das eine Änderung, die wir machen müssen. Und genau auf sowas müssen wir reagieren können. Der flexible Umgang mit Änderungen.
Ja, Sie merken schon, dass wir jetzt hier gerade sehr, sehr arg durchrauschen, ne? Und dass Sie hier natürlich nur einen ganz, ganz kleinen Einblick bekommen in die Art und Weise, wie Scrum funktioniert und wie Scrum funktionieren kann. Ich möchte da gerne zum Abschluss ein kleines Zitat anbringen von unserem werten Herrn Geschäftsführer, dem Herrn Bause, Markus Bause. Der hat auf unserem Kongress im letzten Monat auch einen kleinen Vortrag zum Thema Agilität in der Organisation gebracht. Und sagte in diesem Vortrag, das tut weh. Wir haben Ende letzten Jahres einen neuen Scrum Lead Trainer bekommen, der mit dieser Methode auch schon lange gearbeitet hat. Und wir implementieren das auch aktuell intern. Wir erarbeiten unsere Schulungsprodukte, zumindest im agilen Bereich, im Scrum-Bereich, im Print-to-Agile-Bereich, ebenfalls mit agiler Methodik. Und er sagte, das tut weh, weil dann kommt so ein Stefan Roloff ist unser Lead-Trainer, kommt zu dir und sagt, ich möchte, dass meine Leute sich einmal im Monat treffen können. Das ist schon abweichend vom Scrum-Prozess, aber wir brauchen das. Und das ist ein Tag, an dem er uns nicht verkaufen kann. Das ist ein Tag, wo wir ihm kein Geld bringen. Und dann kommt er und sagt, ja, aber wenn wir diese Produkte weiterentwickeln sollen, dann brauchen wir auch Zeit dafür. Das heißt, du musst uns im Monat auch ein paar Tage einräumen, an denen wir daran arbeiten können. Und auch das tut weh. Weil auch da kann er uns nicht verkaufen. Und am Ende des Monats, am Ende des Sprints, guckt er sich den neuesten Stand unseres Schulungsproduktes an und kriegt glänzende Augen und sagt, das ist ja Wahnsinn, was ihr geschafft habt. Und er merkt gerade selber, und das ist ein Prozess, deswegen sagte ich das vorhin auch, dass das funktioniert und dass das was bringt und dass wir motiviert sind und ihn liefern möchten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Das tut weh. Und das kostet Zeit und das ist was, was eine Organisation lernen muss. Aber die Ergebnisse, die sie bekommen, sind phänomenal. Und damit beende ich meinen Input an dieser Stelle und würde an meine Kollegin Frau Bleuel zurückgeben, die jetzt vielleicht noch Fragen für mich hat. Jutta? Hallo Roxane, ja? Du bist fertig mit deiner Präsentation. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, dann danke ich dir. Vielen Dank für die Präsentation. Es sind keine Fragen eingegangen. Sollte einem Teilnehmer noch eine Frage im Nachgang einfallen, dann, wie eingangs erwähnt, wäre es nett, uns eine E-Mail zu schreiben an info@servio.de und wir werden dann die Frage gerne beantworten. Noch ein Ja. kleiner Hinweis in eigener Sache. Die nächsten Termine und Webinare finden Sie auf unserer Webseite www.servio.de. Wir würden uns freuen, Sie bei dem einen oder anderen Webinar wieder begrüßen zu dürfen. Damit möchten wir uns bei allen Teilnehmern und natürlich auch bei der Roxanne für die Aufmerksamkeit und Ihren Wissensdurst bedanken. Somit beenden wir das Webinar für heute und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Vielen Dank.